Mein Name ist Michael Geske und ich leite im Bereich Exportkreditgarantien des Bundes bei Euler Hermes das Team, welches sich mit den GUS-Staaten und unter anderem auch der Ukraine befasst. Ich habe diese Position seit etwa 2 Jahren inne, war viele Jahre davor schon als Underwriter in dem Team tätig und war vor allem lange Jahre für die Ukraine tätig. Das führt dazu, dass ich mich heute wirklich sehr freue, über die Finanzierungs- und Deckungsmöglichkeiten in der Ukraine mit Ihnen sprechen zu können. Was ich Ihnen heute präsentieren möchte, habe ich grob in 3 Kategorien eingeteilt. Zunächst einmal möchte ich Ihnen einige allgemeine Informationen zu unserem Instrumentarium geben. Anschließend möchte ich kurz den Blick zurückwagen und in die letzten Jahre schauen, was wir für Deckung übernommen haben, in welchem Volumen und wie diese sich entwickelt haben. Bevor ich dann abschließen möchte mit unserer aktuellen Deckungspolitik und damit einem Ausblick, wie die Transaktionen, die wir gemeinsam begleiten können, in der nächsten Zeit aussehen können. Einige kurze Fakten zu unserem Instrumentarium. Wir führen als Euler Hermes das Instrument geschäftsführend im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Entscheidungen werden von 4 Ministerien hier in Berlin getroffen. Die Abwicklung erfolgt durch unser Unternehmen. Dieses Mandat hat Euler Hermes bereits seit 1949 mit etwa 400 Mitarbeitern, die von Hamburg-Bahrenfeld aus die Abwicklung des Instruments übernehmen. Das derzeitige Volumen an Deckung, was wir übernommen haben, liegt bei etwa 87 Milliarden Euro. Dieses wurde direkt in den Haushalt der Bundesrepublik Deutschland eingebucht, sodass unsere Deckungen direkt von dem AAA-Rating der Bundesrepublik profitieren. Die 2017er Zahlen sind leider noch nicht veröffentlicht, sodass ich hier kurz auf die 2016er Zahlen einmal hinweisen muss. 2016 haben wir etwa 20,6 Milliarden Euro neue Deckung übernommen, wobei der Kurzfristbereich leicht überwiegte mit 11,4 Milliarden. Der Langfristbereich liegt bei etwa 9,2 Milliarden. In der Ukraine waren es 338 Millionen, die hauptsächlich kurzfristig geprägt waren. Als kleinen Ausblick für 2017 kann ich Ihnen schon mitteilen, dass das insgesamt gedeckte Volumen leicht rückläufig sein wird, die Deckung für die Ukraine aber leicht angestiegen sind. Insgesamt haben wir in den letzten Jahren mit ungefähr 1.600 deutschen Exporteuren und Banken zusammengearbeitet und haben diverse Male den Preis für die beste ECA weltweit erhalten, beziehungsweise auch sehr viele Projekte, die durch uns gedeckt wurden, wurden als Deal of the Year ausgezeichnet. Davon auch viele Projekte in den US-Staaten und auch in der Ukraine. Dies ist eine Übersicht von den Produkten, die wir grundsätzlich anbieten, mit denen wir Sie in Ihren Exporten unterstützen können. Grundsätzlich gibt es 2 Kategorien von Antragstellern bei uns im Haus. Das eine sind die Exporteure und was wir für die tun können. Das Kernprodukt stellt sicherlich hierbei die sogenannte Lieferantenkreditdeckung dar. Die dient dazu, dass Ihnen die Zahlungsrisiken, die Sie eingehen, wenn Sie Lieferungen und Leistungen im Ausland erbringen, dass Sie den Ausfall dieser Risiken abgesichert bekommen. Weitere Deckungen ergänzen die weiter entstehenden Risiken aus dem Exportgeschäft. Beispielsweise könnte dies sein, wenn Sie während der Fabrikation bereits hohe Kosten haben für die Erstellung des Gutes und im Falle eines Abbruchs des Projektes Schwierigkeiten hätten, das Produkt anderweitig zu verwerten oder weiterzuverkaufen. Dafür gibt es eine Fabrikationsrisikodeckung, wo Sie die entstandenen Selbstkosten im Falle einer Insolvenz des Bestellers, einer Unmöglichkeit des Vertrages aufgrund politischer Gründe oder aber aufgrund einer Lossagung vom Vertrag nicht mehr durchführen könnten. Des Weiteren können Sie sich die Vertragsgarantien, die Sie vielleicht im Rahmen einer Abwicklung des Projektes stellen müssen, gegen Unfair Calling absichern lassen. Weitere Deckungen bestehen in etwas angepasster Form für speziellere Exportgeschäfte, beispielsweise wenn Sie ein reines Dienstleistungsgeschäft haben, ist die Lieferantenkreditdeckung entsprechend angepasst. Gleiches gilt für eine Leasingdeckung. Damit würde ich überleiten zu den Banken. Auch hier stellt die Deckung, die das Forderungsrisiko abdeckt, unser zentrales Element dar. Das ist die sogenannte Finanzkreditdeckung. Darüber hinaus können wir auch auf kurzfristigerer Basis die Akkreditivbestätigungsrisiken übernehmen. Und wir bieten auch diverse Produkte, welche die Refinanzierung von unseren gedeckten Finanzkrediten erleichtern soll. Damit möchte ich überleiten zu den Zahlen,
wie sich unser Ukraine-Deckungsvolumen in den letzten Jahren entwickelt hat. Wie Sie sehen können, gehörte die Ukraine immer zu den Top 20 Ländern an neu übernommenen Deckungen. In der Regel war sie um und bei Rang 10. Wir waren immer in den letzten Jahren offen für neue Ukraine-Geschäfte, hatten einen starken Einbruch oder einen Rückgang zwischen den Jahren 2012 bis 2014. Seit 2015 sehen wir jedoch wieder einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Ukraine-Deckung, den wir auch gern begleitet haben. Was jedoch auffällig ist, ist dabei, dass die Bedeutung von mittellangfristigen Projekten insgesamt zurückgegangen ist. Und das sind ja genau die Art von Projekten, über die wir schwerpunktmäßig heute sprechen wollen. Es gab immer mal wieder vereinzelte Anfragen. Und was ich auch sehr positiv bewerte, so in den letzten 9 Monaten ungefähr, habe ich den Eindruck, dass mehr und mehr Projekte auf dem Markt sind, wo auch nach einer Finanzierung gefragt wird. Von daher bin ich zuversichtlich, dass der Anteil der mittellangfristigen Deckung in den nächsten Jahren, vielleicht sogar dieses Jahr, schon wieder erheblich zunehmen kann. Nun möchte ich auf den Kern kommen, nämlich was ist dafür nötig, dass wir in der nächsten Zeit eine Ausweitung unseres Deckungsvolumens für die Ukraine wieder erreichen können mit ihren Transaktionen. Dies ist unsere aktuelle Länderbeschlusslage für die Ukraine. Sie ist in den letzten Jahren nicht weiter angepasst worden, von daher waren wir immer offen und bereit, neue Exportprojekte für die Ukraine zu unterstützen. Wenn es sich um ein kurzfristiges Geschäft handelt, haben wir keine formalen Deckungseinschränkungen. Und sobald wir über Risikolaufzeiten von mehr als einem Jahr sprechen, in dem Moment haben wir begrenzte Deckungsmittel in Höhe von 250 Millionen Euro. Die Größe der Einzeltransaktion ist dabei, um die Verteilungsgerechtigkeit sicherzustellen, auf ungefähr 25 Millionen Euro begrenzt. Aber diese Größenordnung kann auch überschritten werden, wenn das Projekt eine besondere Förderungswürdigkeit verdient. Besondere Förderungswürdigkeit ergibt sich aus den Effekten primär, die für die deutsche Exportwirtschaft existieren. Das heißt, Gründe können sein, dass eine Vielzahl kleiner und mittelständischer Exporteure als Unterlieferant an dem Projekt partizipieren. Es kann sein, dass ein bestimmter Pilotcharakter für das Projekt vorhanden ist oder sich eine sonstige Wichtigkeit für das Projekt ergibt. Darüber hinaus bestehen Deckungsmöglichkeiten im Rahmen von Projektfinanzierung und sogenannten strukturierten Finanzierung. Die ergeben sich dann, wenn durch das Projekt hohe Fremdwährungserlöse generiert werden können und wir dann auf diese Fremdwährungserlöse in Dollar oder Euro abstellen können, sodass wir das Länderrisiko ein Stück weit mitigieren können. Dann haben wir die Möglichkeit, das Geschäft außerhalb der Deckungsmittel durchzuführen. Damit würde ich überleiten zu den Sicherheitserfordernissen, die wir für langfristige Geschäfte haben. Wir haben die Möglichkeit, auf Corporate Risk abzustellen. Das würde allerdings erfordern, dass Ihre Kunden oder ein potenzieller Garant Jahresabschlüsse nach IFRS mit Testat haben. Alternativ würden wir auf Bank- oder Staatssicherheiten abstellen. Grundsätzlich sind wir offen dafür, jede Bank zu prüfen. Auf einer Fall-zu-Fall-Basis erfolgt das in der Regel. Es gibt 3 Banken, die generell anerkannt sind zu bestimmten Beträgen. Das ist einmal die First Ukrainian International Bank, die Ukrexim Bank und die Privatbank. Diese Liste soll eigentlich nicht abschließend sein, sondern sollte in Ihren Verhandlungen mit Ihren Kunden andere Banken genannt werden, sind wir gerne bereit, uns diese anzuschauen und zu analysieren. Unten steht dann noch letztlich die Länderkategorie. Die 7, die hat vor allem Auswirkungen auf die Prämie, die sich eben aus den Bestandteilen der Länderkategorie, die fest vergeben ist, der Käuferkategorie, wo wir das individuelle Adressrisiko bepreisen, zusammensetzt und eben dem Risikohorizont. Im Kern wollte ich Ihnen vor allem anzeigen, dass obwohl wir in den letzten Jahren wenige Finanzierungen begleitet haben, hieß das nicht, dass unser Risikoappetit nicht gegeben war. Die Beschlusslage war offen und sie ist es weiterhin. Und von daher würde ich mich sehr freuen, wenn wir in der näheren Zukunft weitere Finanzierungstransaktionen begleiten können. Herzlichen Dank.